Großes Derby in der Regionalliga West, der FC Dornbirn empfing auf der Birkenwiese den SC Bregenz. Und die Heimmannschaft kam in der 11. Minute mit einem Freistoß gefährlich vors gegnerische Tor, der Stürmer kommt aber nicht ganz an den Ball. Nächster Freistoß dann in der 14. Minute, diesmal für Bregenz. De Oliveira bringt den Ball zur Mitte, leichtes Chaos im Strafraum und plötzlich ist der Ball im Tor. Es steht 0:1 für die Gäste aus Bregenz. Die Gäste drückten dann gleich weiter aufs Tor, Schuss aus der Entfernung von Alves, kein Problem aber für den Dornbirner Keeper. Dann wieder ein Freistoß für den FC Dornbirn, ähnlich aber wie zu Beginn, der Ball findet keinen Abnehmer und es bleibt beim 0:1. In der 27. Minute dann ein langer Ball Richtung Bregenzer Tor, Honeck erkämpft sich den Ball vor dem Goalie, Bartier bessert aber gleich aus und verhindert den Ausgleich. Die nächste gute Chance für die Gäste dann in der 33. Minute, wieder ein Freistoß, der Kopfball gut angetragen, aber dann doch klar neben dem Kasten. Die Dornbirner versuchten weiterhin alles, Borjan legt den Ball auf für Jasa, der zieht sofort ab, das Leder fliegt aber am Tor vorbei. Kurz vor der Pause dann noch ein Weitschuss, diesmal Auflage von Honeck, Stanojevic nimmt sich ein Herz, der Ball trifft das Netz aber nur von außen. Gleich darauf noch die Gäste mit der guten Chance, Auflage für Joppi, der schießt sofort, es bleibt aber zur Pause beim 0:1. In der Pause nützte der FC Dornbirn das gut gefüllte Stadion und stellte seine Jugendmannschaften vor, bevor es dann in die zweite Halbzeit ging. Und in der 50. Minute hatte dann die Oliveira den Ausbau der Führung auf dem Fuß, langer Ball vor das Dornbirner Tor, Fehler in der Abwehr, der Ball dann aber ganz knapp neben dem Kasten. Kurz darauf wieder die Heimmannschaft mit einem Freistoß, der Kopfball aber ungefährlich. Die Bregenzer dann in der 62. Minute im Angriff, guter Pass, es folgt der Schuss, aber wieder fand der Ball nicht den Weg ins Tor. Gut 5 Minuten später die nächste Großchance, Pass Richtung Elferpunkt, Topdumann kommt zum Schuss, Goalie Ndibisi aber zur Stelle. Nach einem Freistoß dann ein Gerangel um den Ball im Bregenzer Strafraum, Demirkan kommt an den Ball, der Schuss aber klar neben dem Tor. In der 75. Minute dann ein böses Foul von Banoglu, der Schiedsrichter zögert nicht lange und zückt die rote Karte, der FC Dornbirn nur noch zu 10. Kurz vor dem Schlusspfiff dann noch ein Freistoß für die Dornbirner, es wurde aber nichts daraus und es bleibt dabei, der SC Bregenz siegte im Derby in der Regionalliga West gegen den FC Dornbirn mit 0:1. Es hat an dem gelegen, dass wir ein saudummes Tor gekriegt haben, ein Fehler von unserer Hintermannschaft. Und dass wir keine gemacht haben. Ganz einfach gesehen. Der Gegner hat ein bisschen mehr Welle wie mir, das hat man gemerkt in der einzelnen Situation im Zweikampf. Und es war schon ausreichend, dass wir nicht ins Spiel gekommen sind. Noch schlechter wie mir waren eigentlich nur die Platzverhältnisse. Es ist unmöglich, dass man da Fußball spielt. Das ist leider für uns ein Nachteil. Aber gut, das ist jetzt vielleicht eine blöde Ausrede, aber es ist echt so, mit Fußball hat da auf der Birkenwiese, da hat es nichts zu tun. Wir müssen einen anderen Sport suchen auf dem Platz. Heute haben wir verloren, wir stehen jetzt momentan nicht so da, wie wir es wollen, aber wir werden weiterarbeiten, wir werden weiter kämpfen, wir werden schon, dass wir vielleicht auch jetzt besser spielen können, weil da haben wir jetzt schlecht ausschauen mit der spielerischen Linie, da können wir nur Horuk und Rugby spielen, mehr ist nicht möglich, jetzt müssen wir schon, dass wir auch vielleicht besser Fußball spielen. Ja, die Stimmung ist jetzt natürlich ein bisschen getrübt, ist ganz klar, dass wir verloren haben, aber es nützt alles zusammen nichts, nächste Woche geht es weiter, hart trainieren und ja, müssen wir schauen, dass nächste Woche die Punkte einfahren. Die Gemeinwohlorientierung ist grundsätzlich in unseren Gründungspapieren. Das heißt, wir versuchen, soziale Verantwortung zu übernehmen für die Region. Fußball im Speziellen gehört für uns dazu, weil wir in Österreich die Schüler-Bundesliga unterstützen. Und wir haben heuer auch in Vorarlberg das Finale in Schruns. Und ja, das ist so der Grundgedanke. Dieses Finale findet 2013 statt. Ich glaube, das ist im Juni. Da gibt es natürlich vorher noch Ausscheidungsspiele und dauert noch eine Zeit, aber es ist immer ein relativ großes Ereignis.